cool, Leute. Ich bin's wieder, eure Shisha-Keule. Ihr seht richtig, es ist endlich wieder soweit. Ich habe mich hingesetzt und habe jetzt endlich wieder mal ein Video aufgenommen. Und zwar, wie ihr auch schon lesen konntet, möchte ich heute gleich mal was ganz Neues vorstellen. Und zwar komme ich heute zu einer Comic-Series von Chaos, und zwar um den Muscle Man oder Muskelmann. Die Comic-Series bekommt ihr für 200 Gramm 14,90 Euro, kommen in diesen kleinen schwarzen Dosen. Wenn wir uns die Dose angucken, haben wir hier die typische Comic-Zeichnung oder diese Zeichenart, wie man es von den anderen Comic-Series schon bekannt ist. Auf jeden Fall ist hier ein Muskelman auch drauf. Oben haben wir natürlich auch wieder das Comic-Series-Logo. Und zwar, was kann ich euch sagen, was soll Muskelman sein? War für mich eine sehr interessante Sorte, denn das Ganze soll sein Kokosnuss. Ich habe jetzt gelesen, viel in Facebook, dass es wohl ein Raffaello-Verschnitt, ja doch, Raffaello heißt nicht, ja genau, ein Raffaello-Verschnitt sein soll. Das ist ja so, glaube ich, wie weiße Schokolade und Kokosnuss und eine Mandel innen drin. Und ja, hat sich für mich sehr, sehr geil angehört. Ich glaube aber, dass ich erst oder von Chaos ursprünglich gelesen habe, dass es so ein Kokos-Shake oder irgendwie sowas sein soll. Gucken wir uns den Schnitt an. Der Schnitt gefällt mir persönlich sehr gut. Wir haben einen feinen bis mittleren Schnitt, kleine Ästchen, die aber wirklich schön klein gehäckselt sind und keine Probleme im Tonkopf oder Hot Shot-T machen. Wir haben an sich eigentlich eine okaye Feuchtigkeit. Also es ist jetzt nicht so krass, dass irgendwie wieder so Suppe ist. Aber wie ihr vielleicht schon im Molassefinger erkennen könnt, ja, suppt das Ganze doch wieder typisch, wie Chaos ist. Finde ich aber, wie gesagt, persönlich jetzt nicht so dramatisch, weil der Tabak an sich hier in der Dose nicht wirklich feucht wirkt und dafür hat man ja diese Molassefänger. Ich sitze gerade am Schneiden und mir ist aufgefallen, dass ich vergessen habe, was zum Geruch zu sagen. Generell komme ich dazu nochmal, ich zeige euch hier auch nochmal den Schnitt. So, wenn man dran riecht, wenn man ein paar Mal dran gerochen hat, finde ich persönlich, hat das irgendwie eine leichte Erdbeernote. Ich weiß auch nicht warum, aber mich erinnert das mega an so ein Vanilleeis mit einer Waffel oder sowas. Vanille-Erdbeereis mit Waffel. Eine wirkliche Kokosnuss kann ich jetzt nicht erkennen. Also desto öfter man riecht, durch diese Süße, finde ich, dass so eine leichte Frucht rauszuriechen ist, die so eine leichte Erdbeernote. Ganz am Anfang, wo ich die Dose aufgemacht habe, habe ich gedacht, boah, das riecht irgendwie so ein bisschen nach, ja, Kotze. Aber also das meine ich jetzt nicht negativ, weil, wie gesagt, jetzt, wo ich dran rieche, der riecht wirklich sehr interessant. Zwar nicht wirklich nach Kokosnuss, aber echt nicht schlecht. Aber ich würde sagen, weiter geht's mit dem Video und mit dem Fazit. Kommen wir noch kurz zum Setup. Rauntum das Ganze heute in meiner MIG Amour mit einer G36 Bowl, einem Magic Molassefänger. Gebaut habe ich das Ganze im Werkbund Tonkopf 2.0 und obendrauf habe ich den One Smoke und eine Black Coca-Cola. Zum Rauch brauche ich, denke ich, nichts sagen. Den seht ihr, wie Chaos gewohnt, raucht das Ganze wirklich sehr, sehr gut. Wir haben kein Drücken, kein Kratzen. Der Tabak lässt sich wirklich sehr, sehr entspannt rauchen. Gefällt mir so wirklich sehr gut. Was haben wir jetzt im Geschmack? Das ist ja das Interessanteste. Also gerade wenn man den Flavor einraucht, haben wir hier wirklich eine richtig schöne Süßbombe, sag ich mal. Also es ist jetzt nicht so krass, dass ich sagen muss, okay, nee, das ist mir too much. Es ist wirklich ein sehr süßer Flavor, ein sehr cremiger Flavor, aber für mich noch in einem Verhältnis, wo ich wirklich sagen muss, ja, das passt, das schmeckt wirklich so schon sehr gut. Und ja, Kokosnuss. Kokosnuss ist mit Kirsche, würde ich behaupten, einer der schwierigsten Flavor im Bereich Wasserpfeifentabak, denn oft schmecken die ganzen Kokosnuss-Flavor irgendwie viel zu künstlich oder
Ja, ich habe so eine komische Kokosnussbutter für den Körper und keine Ahnung, für mich, die meisten Kokosnussflavor schmecken für mich allen, wie diese komische Kokosnussbutter riecht. Und hier haben wir im Vordergrund erstmal eine sehr schöne getroffene Vanille. Für mich so eine ähnliche Vanille wie aus Backaromen oder wenn man diesen Vanillezucker, ich weiß vielleicht, der ein oder andere von euch hat vielleicht mal bei der Mama geguckt im Backschrank oder vielleicht auch mal selber gebacken, so ähnlich süß und auch so ähnlich schmeckt diese Vanillenote. Finde ich persönlich sehr ansprechend. Diese Kokosnussnote hat man eher leicht jetzt so im Mund oder ja. Doch, wenn man direkt auslässt, hat man wirklich erst diese Vanillenote und dann diese Kokosnussnote, die auch wieder in dieses leicht cremige, also jetzt nicht, also der Flavor an sich ist auch cremig, aber in dieses leicht, ja, wie ich es vorhin beschrieben habe, in diese Körperbutter oder wie das Zeug da heißt, diese leichten Creme-Touch, allerdings nicht zu extrem künstlich. Also ich persönlich finde, das Kokosaroma ist hier ein recht gutes Kokosaroma, weil es eben nicht so krass künstlich ist. Es schmeckt nicht so überaromatisiert. Und wie gesagt, am Anfang diese Backvanille-Aroma. Als Fazit kann ich hier definitiv sagen, der Flavor ist echt gut gelungen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mit Chaos teilweise echt auf dem Kriegsfuß in der letzten Zeit gestanden. Die Funky Edition war ja absolut gar nichts für mich. Der Ice Ice Baby, ich weiß nicht, ob es dasselbe Vanillearoma ist. Auf jeden Fall der, ich weiß gar nicht, wie der andere hieß. Oder ich werde es nochmal einblenden, habe ich damals ja auch reviewed. Die fand ich ja persönlich gar nicht so geil. Und hier der, muss ich wirklich sagen, ist echt lecker. Also für die Leute, die gerne sowas Süßes rauchen, die auch so, ja, ich sag mal, so ein Vanille-Kokos-Milchshake sich vorstellen könnten, dass das ihnen schmeckt. Ganz ehrlich, ich finde die Sorte wirklich schlecht und ich gebe auch hier mal eine Rauch- und eine Probierempfehlung raus. Ich muss sagen, es ist für mich kein Fehlkauf. Ich bereue das jetzt nicht, dass ich hier die Dose mir geholt habe. Generell, ich habe auch schon den Old DJ geraucht, das ist ja Kaugummi-Zimt. Auch den fand ich nicht schlecht. Hat zwar für mich absolut nichts mit einem Big Red Kaugummi zu tun, das aber nur an der Stelle hier gesagt, wenn ihr auch da noch irgendwie Interesse habt, dass ich euch den vorstelle, dann schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Aber hier der Muscle Man für einen Kokos-Flavor echt gut getroffen. Schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Generell Livestream, schreibt mir rein, wann ihr gerne ja, einen Livestream von mir sehen wolltet oder wann ihr Bock hättet da mal irgendwie, ja so uhrzeittechnisch oder tagtechnisch, wann euch das passt, dann würde ich nämlich ganz gerne jetzt auch mal mehr streamen, denn ich habe mir jetzt auch eine Webcam und wie gesagt einen neuen Computer und so weiter. Aber das Video geht jetzt lang genug. Ich würde wieder sagen, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch einen guten Rauch, bin damit raus und haut da rein!